Her, da bleibt einem der Schob im Hals stecken. Lese ich in den Ruhrnachrichten in Dortmund die Reiseempfehlung, fahren Sie nach Bad Dürkheim auf den Würstchenmarkt. Würstchenmarkt? Geht's noch? Haben wir 600 Jahre Fässer auf den Wurstmarkt gerollt, aufs Schubkärschen gekippt, den Woi aus dem Fass raus und dann ganz langsam in uns neu laufen lassen, dass man uns heut kommt mit dem Würstchenmarkt. Haben wir 600 Jahre lang gegessen und gesoffen, sind rumgeguckt und rumgelaufen, haben die studiert und geträumt, uns schepp gelacht und manchmal auch geschämt, dass es jetzt heißt, Würstchenmarkt. Haben wir Feige gezogen und Woi, Gelerriebe und Grumbeere, Zwiebel und Knoblauch, Käste und Mirabelle, Quetsche und Schattenmarelle. Haben wir Hinkel, Gänz und Seigfiedert, dass so ein Sauschwob, so ein Westfälischer, sagt Würstchenmarkt. Hat der Friedrich Engels, ja genau, der Namensvetter von Karl Marx, in der 48er Revolution zwischen Rastatt und Hebron, zwischen Heidelberg, Mannum, und dergem nicht Aufständische gegen die Preise quert. Und hat er von der Pilser Schoppestecher nicht gesagt, dass er viel lieber ein Glas Wein in die Hand nehme wie ein Gewehr. Dann kommt so ein Hergelaufen und sagt Würstchenmarkt. Mir ist es besser. Nicht Würstchenmarkt. Es heißt Wurstmarkt. Und auch das ist ein Pseudonym. Der wahre Name von unserem Fest in Dergem ist Dorstmarkt. Aber wenn der Lackl in Dortmund es erfährt, schickt er nächstes Jahr die Leute auf den Bad Dürkheimer Dürstchenmarkt. Dabei kennen wir im Bereich Essen und Trinken gar keine Verkleinerungsformen. Wir sagen Bibel und Männel, Mädel und Bennel, Seppel und Deppel, Schussel und Dussel, Odel und Lodel, Hudel und Nudel. Aber niemals Würstchen und Dürstchen. Vielleicht hat es aber auch so ein Rechtschreibprogramm geschrieben. Die Programme sind oft so zart beseitet, dass bei Wurst und Dorst, bei Rotz und Wasser die Sicherung ausfliegt. Dann steht du Würstchenmarkt. Das erinnert mich an einer, wo mir ganz verlegen zu mir gesagt hat, du, ich glaube, ich habe Alzheimer. Ich schreibe in meinen Computer, die Gedanken sind frei. Und wenn ich auf den Bildschirm gucke, steht du, die Gedanken sind Freitag. Ich habe ihn gedreht und gesagt, das ist ein Rechtschreibprogramm, das korrigiert automatisch. Und weil es den Satz, die Gedanken sind frei, nicht kennt, nie kehrt und nie gelesen hat, nicht weiß, was es heißt, korrigiert es dein angeblicher Fehler zu, die Gedanken sind Freitag.